Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist von Tsuji. Was wäre, wenn es Super 18 statt Super 17 gegeben hätte? Wenn man nach Dragon Ball Super geht, das ja vor Dragon Ball GT spielt, hätte Son Goku sehr viel einfacher. C18 ist natürlich auch stärker geworden, aber C17 ist nochmal eine ganz andere Klasse. Es wäre dann sogar möglich, dass Vegeta Super 18 besiegt hätte, bevor Son Goku gekommen wäre. Wenn man Dragon Ball Super weglassen würde, dann wäre es eigentlich gleich wie mit Super 17. Nur, dass Super 18 mehr zögern würde, Son Goku oder die anderen anzugreifen. Hierbei kommt mir auch noch eine andere Möglichkeit in den Sinn. Dr. Gero bzw. die Höllen C18 würden ja versuchen, die C18 auf der Erde zu kontrollieren. Doch dank Krillin, der bei C18 ist, würde es nur sehr schwer klappen. So würden sie schnell dann zu Bulma fliegen, die eine ihrer Erfindungen benutzen würde. Höllen C18 müsste es dann ganz allein mit den Z-Kämpfern aufnehmen. Das würde ganz klar scheitern. Ich weiß, die Theorie ist ein bisschen kurz, aber mehr fällt mir dazu leider auch nicht wirklich ein. Hat euch diese Theorie gefallen? Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch weitere Theorienvorschläge habt, dann ab in die Kommentare damit. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!